Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Halfway. Ja, jetzt geht's erstmal weiter und zwar werden wir wahrscheinlich bestimmt jetzt einfach getötet nach dieser Runde, weil einfach die Super-Sniper-Gegner gerade gegen mich kämpfen. Und sie ficken mich einfach ins Knie. Ach Gott sei Dank, sie verfehlen auch mal, wenn sie genau vor mir stehen. Mit etwas Glück und noch ein bisschen mehr Glück, das wir nicht haben, hätten wir jetzt jemand getötet davon. So, deine Schilde sind wieder aufgeladen. Ob ich die jetzt zu nah ranziehe, ne? Okay, da kann ich den noch nicht sehen. Dann ziehen wir die einfach bis hier oben. Und unseren guten Morten. Da haben wir kurz die Waffe auf. Und dann ziehen wir den auch nach hier. Da hat er zwar keine Deckung, aber die Viecher werden jetzt nicht hier nach unten reinlaufen. So, Headshot hat noch einen Cooldown von 1. Töte ihn, töte ihn, töte ihn! Komm jetzt! Danke. Weil jetzt ziehen wir die vor. Dann machen wir nämlich das hier. Paralysieren. Da hat es mit dem auch erstmal ausgenudelt. Oh. Ein Traum. Was ist das? Ist das die Superwaffe? Chainsaw Gun. 20 bis 40 Melee Damage. Hehehe. So, Sam hat noch die meiste HP. Sam wird den letzten Container aufmachen. Und jetzt? Ein Traum. Denn erstmal müssen wir einen paralysieren. Und dann weiß ich nicht mehr, ob ich noch genug Munition habe, um die auszuschalten. Aber wir versuchen unser Bestes. Das Beste ist, das andere Beste, dass der gar keinen richtigen Platz hat, um sich zu verstecken. Hat er noch Munition? Ein bisschen. Okay, 11 Schaden. Vielleicht treffen wir nochmal. 5 Schaden. Du bitte nachladen. Und dann 17% ist ja keine Trefferchance in dem Sinne. 39% wenigstens etwas Chance zu treffen. Kann Sam noch einen Headshot? Ja. Müssen wir jetzt auf den machen, weil der andere sich aus dem Sichtfeld gezogen hat. Nicht töten, nicht töten, nicht töten! Okay, der hat noch 13 Schilde. Gut, er hat getroffen. Dann treff du bitte auch. Danke. Es hängt jetzt an dir, ne? Wenn du jetzt triffst, tötest du ihn. Oh. Ein Traum. Einfach nur ein Traum. Jetzt setzt der andere sich genauso scheiße dahin.
Kannst du paralysieren schon wieder? Ne, wir haben eine Runde Cooldown. Genau, knall ihn ab. Lad nach, Sam. Vielleicht brauchen wir dich nochmal. Er lebt. Ja! Das war's nämlich dann insgesamt. Wir haben alle Container geöffnet und können die Area verlassen. Boah, was ein Battle. Man darf da gar nicht drauf achten, was ich hier hab fallen lassen an Waffen, Munition, also was ich verballert habe einfach. Krass. Einfach nur noch krass. So, erstmal Shopping. Nein! Genau, erstmal Munition. Eine halbe Tonne einkaufen. Medium Medkit mitnehmen. Ziemlich viel Standardmunition. Okay, die Railgun hat sehr wenig Munition. Hat aber dafür immer eine sehr konstante Feuerrate. Ist aber auch egal. Du nimmst das militärische Sniper und dann nimmst du mit. Die Chainsaw Gun. Obwohl, ich muss die anderen noch leer machen, ne? Gucken wir mal, was die für Waffen mitnehmen. Weil wir können nämlich lieber hier. Der kriegt den Tanksuit an. Da hat er nämlich zwei Aiming drauf. Das Ding können wir recyceln. Hat er, obwohl, braucht er echt so einen hohen Aiming-Wert im Moment. So, Schildladeeinheiten weg. Aber dadurch, dass wir nur eine zweite Tanksuit haben, können wir die ja ihr geben. Ach, das ist die Scoutsuit, Moment. Da ist die Tanksuit. Da hat die nämlich ein Aiming von 12. Kann sich kaum bewegen. Macht aber nichts. So, ihr nehmt dann 4 Munition noch mit. Ein Medium Medkit. Kacke. Militärische Sniper. Assault Suit MK4. Da sollten wir lieber. Wir haben da noch ein paar MK5, ne? Ohne Scout Suit. Nehmen wir die Scout Suit und setzen sie die an. Dann nehmen wir die Standardmunition. Wir müssen noch mehr Standardmunition kaufen. Oh, ich habe die Kapazität überschritten.
I'm sorry. So, die Railgun muss nicht nehmen. Obwohl ich mir noch nicht sicher bin, weil die Railgun ist eigentlich... Ah. Dann nimm lieber die Railgun. So, dann nimmst du auch noch die Gatling mit. Ist auch voll geladen. So, der gute Sam nimmt auch viermal Munition mit. Hat er die Tanksuit an mit Aiming und Health plus 2. Dann nimmt er zusätzlich noch... Wie habe ich denn die Railgun gegeben? Bin ich doof? Ach so, sie hat die Railgun im Moment. Aber die sollte lieber Sam nehmen. Das Magazin ist zwar klein, aber er kann ja auch mehr Munition tragen als die anderen. Dann kriegt er ein weiteres Munitionspack mit. Und kriegt nochmal zusätzlich, falls die Munition knapp wird, die Gatling. So, nochmal. Morten hat ja die Sniper und die Chainsaw mit dabei. Die Short Range ist und ziemlich viel Melee-Damage macht. Da müsste er noch eine Tanksuit nehmen stattdessen. Die ziemlich viel auf Health geht. Obwohl... Assault Suit 5-6. Lassen wir die drin, ne? 35% gegenüber 40%. Dafür hätte ich ja alles andere schlechter. Dann bleibt das so. So, dann kann er noch eine Schildzelle mitnehmen. Genau. Die kann die Flakgun zum Beispiel nehmen. Dann kann Josh die andere Flakgun nehmen. Und hier die Flakgun MK1 und Devastator, den können wir erstmal wieder auseinandernehmen. So, der kann Tanksuit anziehen. Der hat auch einen Devastator-Moment in der Hand. Ist auch Blödsinn. Hat natürlich ein scheiß Aiming immer noch. Boah, die... Plasma Rifle ist ja auch einfach nur Schrott. Ich muss jetzt echt hier einfach überlegen, was soll ich den Leuten noch in die Hand drücken? Genau, nimm du mal die Sniper dann mit. Plus Medkit, plus Schildzelle.
Du hast eine Scout-Suit, noch 4. Dann nimm doch die Scout-Suit 5. Du hast die Tank-Suit, da kriegst du aber mehr Aiming durch. Scout-Suit 5-4. Wir müssen jetzt gerade echt gucken, was wir noch verbessern können. Genau, nimm mal die Assault Suit. Hat zwar nicht so viele Schilde, aber sie verbessert dich insgesamt. Agilität musst du nicht haben, Morten. Medium Shield Cell. Du brauchst noch ein Medkit Medium. Hat der Rest teilweise. Oh, sehr gut. Oder auch nicht sehr gut. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Sollte man noch Munition kaufen? Man kann einfach nie genug Munition haben, vor allem im Moment. Außer er hat genug. So. Auf los geht's los, oder? Auf geht's in die Hauptmission. So, da müssen wir die Keycard jetzt endlich finden. 4 Leute dürfen wir mitnehmen. Dann werden wir Sam, Nia und Jenna mitnehmen. Weil wir die jetzt eigentlich am besten wieder ausgerüstet haben. So, hier werden wir zu den Officer-Quartieren kommen. Offizierquartiere. So, wir werden heftige Gegenwehr kriegen. Wer hätte was anderes erwartet? Keiner. Versuch mal, den hier vorne direkt zu erschießen. Dann paralysieren wir mal einen der Schützen. Sehr schön, wie der vorlaufen kann, oder? Ich weiß nicht mehr, welchen Schützen ich paralysiert habe. Egal, wir versuchen, den hier zu töten. Danke. Das war bestimmt der, den ich paralysiert habe, oder? Oder habe ich den rechten paralysiert? Nein, wir haben den linken paralysiert. Gott sei Dank. Beziehungsweise irgendwie war es doch falsch. Gut, ist der auch schon mal tot. Dann können wir ihn auf Schuss, Gegenschuss machen. Sie bleibt erstmal da stehen. Na, wo bist du? Da bist du. Du willst also bei den großen Jungs jetzt mitspielen. Am besten verfehlst du nochmal. Genau, geht mal einen Schritt vor. Mein Gott, Sam ist jetzt echt eine Krücke geworden. Dadurch, dass ich halt
eben die andere Rüstung angezogen habe. Da hat die noch richtig schön Schaden bekommen, ja. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall rechts lang. Weil einfach durch die Mitte gehen ist immer doof. Effektiv ist eigentlich jeder Zug doof hier. Ach, ein Traum. Wir hätten einfach von allen Seiten kommen sollen. So, paralysiert mal den Roten. Ihr darf einmal schießen, bevor er flieht. Fuck you. Tja, wäre schön gewesen, den direkt zu töten, oder? Genau, verfehl mich mal. Aua! Hauptsache Sam kriegt wieder einen auf Emme. Und Sam stirbt. Oder auch nicht, nochmal Glück gehabt. So, der Rest flieht mal bitte. Weil wenn ich da bleibe, habe ich die Arschkarte. Vor allem, wenn ich da mit allen bleibe. Und das kotzt mich auch an. Ich bin hinter einer Volldeckung. Was kriege ich nur auf Fresse? Ich hoffe mal, dass sie mir einfach entgegenkommen. Da war doch einer, oder? Ja, der Rote kommt. So, stellt euch mal bitte da unten hin. Und Sam würde sich auch gerne retten. Aber er wird jetzt auf jeden Fall einen auf Fresse kriegen. So, lad schon mal nach. Weil wir sie einfach um die Ecke schießen. Ich kann schon kotzen. Fuck you. So, Sam, wird Zeit. Wir paralysieren ihn noch einmal für dich. Cooldown eine Runde, okay. Kritischer Schaden. 8 Schaden dann.
Da kommt der nächste jetzt um die Ecke, ja. Da war so klar. So, darfst du noch einmal feuern. Da musst du aber abhauen. Weil, da muss ich ihn nämlich einen Schritt vorziehen. Und Sam, du kommst hier hinten um die Ecke. Oh, danke. Jetzt haben wir noch 3 Runden Cooldown, bis wir den nächsten paralysieren können. Schön. Da kommt ja noch einer. Haben wir ein großes Familientreffen. Naja, du sollst eigentlich 2 Schüsse aushalten, oder? Ich wünsche, ich hätte mir Schilder eingepackt. Aua. Kann sich nicht einfach verkrümeln. Noch eine Runde Cooldown. So ist er auch erledigt. Sam hat seine vollen Schilde erlangt. Jenna wartet noch auf ihre vollen Schilde. Bleibt uns nichts anderes übrig als eine Runde zu warten. Morten hat jetzt Schaden bekommen und es ist da unten noch einer. Weg mit dir, Morten. So, du machst auch einen Schuss. Einen Schuss sei schon. Einen Schuss zurück. Du wirst nachladen mal eben, auch wenn es teilweise Verschwendung ist. So, Feuer zurück. 11 Damage gegeben. Nee, wir müssen die wegziehen. Das ist Kacke da vorne. Der muss da aus der Ecke rauskommen. Egal wie, der muss da einfach weg. Der geht erstmal nur vorsichtshalber ein paar Schritte nach vorne. Ich hoffe, dass er ihn gleich auch noch sehen kann von hier. So, munitionstechnisch muss er nachladen. Sie hat noch Munition, sie auch. So, da kommt der Schütze und unten habe ich gesehen, ist das Mistvieh vorgelaufen. Ne, ein Schütze ist da jetzt in der Ecke. Und da ist der Dicke. Töte ihn. Toller, absolut ineffizienter Schuss. Gut, dass wir noch Leute dabei haben, die auch noch schießen können. So, paralysiert den. Dann schicken wir Sam auch mal ein Stück nach unten. Boah, was ein Rumgetrickse, oder? War einfach nur ein riesen Rumgetrickse.
Das Betätigen der Tür hat mich keinen Zug gekostet. Das ist auch schon mal ganz gut. Stimmt, wir haben da noch zwei Geschütztürme stehen. Ich erinnere mich. Und jetzt sehen wir den zweiten Geschützturm, ne? Haben wir paralysierend frei? Ne, nächste Runde erst. Dann versuchen wir es auch erst nächste Runde zu paralysieren. Sehr gut. Guter Schuss. Auch in Ordnung. Macht mir keine Angst, ey. Trefft mich nicht. Geht weg. Geht einfach weg. Tot. Ah, hätte ich mal einen Steady Shot gemacht. Wenigstens machen wir hier den... Ah. No Ammo. No Ammo. Wir sind out of ammo. Und ich habe vergessen, den jetzt zu paralysieren. Das werde ich wahrscheinlich noch teuer bezahlen. Oder auch nicht. Oder auch doch. Oder wirklich. Töte ihn. So, töte ihn. Ein Traum. Nein, ich will den Bereich noch nicht verlassen. Weil es gibt natürlich hier noch Sachen zu finden. Oh, ein Switch. Mit einem Aiming-Stimpack und ein Container mit Rüstung. Ein Tank-Prototype. Das kann sie ja nur bezahlt machen für mich. Hier haben wir auch noch Waffencontainer in der Mitte. P30 Plasma Rifle. So, nach da oben können wir das Level abschließen. Und ich glaube, ja, das war es auch. Wir haben alles gefunden, was wir finden wollten. Oh, wundervoll. Progress saved. Wir werden, wer sich gewundert hat, ich habe noch mal ein paar Minuten dran gehangen an den letzten Part, weil ich nicht gedacht hätte, dass danach Ende ist. Wir machen dann jetzt wirklich beim nächsten Mal weiter, wenn es heißt Let's Play Halfway. Bis dahin, ciao, euer Doc.